Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, weiter geht es mit Little Hope. Wir kümmern uns um die Trophäe, wo Andrew sich vor sich selber retten soll. Ein Schicksal schlimmer als der Tod müsste die Trophäe heißen. Und zwar müssen wir bei dieser Trophäe das so machen, dass alle anderen sterben. Am besten im Haus am Ende, nur Andrew überlebt. Ich habe hier so ein bisschen die Sequenzen übersprungen, damit das Video nicht allzu lange geht. Genau, wichtig ist, wir sind jetzt hier im Haus angekommen und bei mir leben noch alle Charaktere. So, dann drehe ich mich mit Andrew direkt um und force das so, dass Mary oder dass wir jetzt gleich Mary oben treffen. Wichtig ist jetzt bei unseren Entscheidungen, dass wir Mary dazu bringen, beziehungsweise den Pastor dazu bringen, dass Mary angeklagt wird. Und Mary die Böse ist, so gesehen. Also, wir müssen alles dafür bringen, dass oder dazu bewegen, dass sie angeklagt wird und verbrannt wird. Dadurch entsteht halt ein Zorn und alle anderen sterben im Haus und Andrew rennt raus, so gesehen, und rettet sich dann vor sich selber. Genau. Ich habe jetzt hier nochmal gleich das so ein bisschen übersprungen. Und ja, eigentlich wirklich versucht, normal durchzuspielen, weil ich denke mal, viele sind darauf aus, dass auch alle überleben. Und dann ja, könnt ihr auch in den letzten Speicherstand rein, also in das letzte Kapitel, das habe ich jetzt auch gemacht, in meinen alten Speicherstand rein und so, dass halt ich im letzten Kapitel bin und das nur nochmal schnell so machen muss. Hier sind wir auch schon bei der Verhandlung. Jetzt wollen sie Mary auch anklagen. Hier kann man dann halt entscheiden, ob man selber findet, ob Mary böse ist oder nicht. Oder ob der Carver böse ist. Und ja, je nachdem, überleben die Charaktere oder nicht. Das ist auch noch später wichtig für eine andere Trophäe. Dazu gibt es aber noch ein extra Video, wie alle im Haus sterben und keiner überlebt. Auch relativ simpel eigentlich. Ja, jetzt kommt schon die Entscheidung. Und zwar hier, jetzt müssen wir uns entscheiden, wie gehen wir mit Mary um. Er sagt, ich erbitte Gnade. Also der Dämon aus dem 17. Jahrhundert von Andrew. Und jetzt müssten wir hier sagen, in dieser Stadt stimmt was nicht. Und nicht sagen, dass Carver der Böse ist. So, irgendwas hier in der Stadt ist faul. Und jetzt müssen wir halt die Richtung lenken, dass Mary stirbt. Genau. Ich würde sagen, mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht hier ja, erläutern. Das seht ihr ja alles im Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder aber auch ein Abo. Das würde uns sehr freuen und dann würde ich sagen, lasse ich das Video einfach mal zu Ende laufen. Hier seht ihr gleich, wie ich mich entscheide und am Ende seht ihr noch, wie alle Leute dann im Haus sterben und Andrew halt draußen ja, vor dem Haus hockt. Hier ganz wichtig, das war jetzt die Entscheidung, wir müssen sie stoppen. Genau, in diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Spricht mit ihrem bösen Geist. Braucht das Gericht noch mehr Beweise für ihre Schuld? Das Urteil, das ich fälle, dient dem Wohl der Stadt und all ihrer Bewohner. Nur so lässt sich das von Mary gebrachte Böse vernichten. Mary, du wirst abgeführt und auf dem Scheiterhaufen als Ketzerin und Hexe brennen. Dies ist eure Fürsorge? Ihr seid kein Stück besser als die anderen. Das Urteil ist sogleich zu vollstrecken. Der Teufel darf nicht noch einmal versuchen, seine Dienerin zu retten. Nein! Das ist alles eure Schuld. Ewige Verdammnis erwartet dich, Satans Brut. Du wirst in der Hölle schmoren.
Das war ein Fehler. Das mit Mary war falsch. Ich hab es verkackt. Unsere ganzen offenen Fragen bleiben wohl offen. Los, weg hier. Alles gut? Was war los? Die Kleine sehen wir wohl nie wieder. Nein! John, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Ugh.